In wenigen Augenblicken fällt der Startschuss zu dem angekündigten Pferderennen. Es reiten Jana auf Alaska und Julian auf Hera. Bitte räumen Sie das Feld. Die Reiter, bitte die Pferde ruhig halten. Achtung, Achtung, auf die Plätze. Fertig, los! Na, was ist denn? Reitet doch los! Ja! Und Sie wollten sein Fell an den Gerber verkaufen. Es hat zu viel gefressen, das blieb mir alles. Eine einfache Rechnung. Hm? Ich bin Kaufmann. Sie sind kein Kaufmann. Sie ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Welches Geld meinen Sie? Seien Sie, mein Herr, wie heißt das braune Pferd? Hera. Hera, mein Pferd ist gut. Würde dafür gerne 6.000 zahlen. Was ist, wenn ich Sie beim Wort nehme? Das Pferd gehört Ihnen? Ja, also. So, wissen Sie, mein Herr, ich bin hier bei dem Rennen bloß Zuschauer. Ich handle nicht mit Pferden, also nichts für ungut. Darf ich mich neben dich setzen? Bitte sehr. Sie ist vom Pferd gestürzt. Ich habe ja geahnt, dass so etwas geschehen wird. Kein Grund zur Aufregung. Jemand hat das Pferd erschreckt. Hier ist nichts geschehen. Sieger des Rennens ist Julian Bromsky. Warum so leise? Und sagen Sie auch, dass er auf Hera gewinnt. Auf Hera. Ja, so ist es. Hast du dich verletzt? Nein. Ich hätte gewonnen, wenn Alaska nicht durchgegangen wäre. Ja, ich weiß. Da hat jemand nachgeholfen. Meinst du wirklich? Jemand hat Alaska einen Schreck eingejagt. Ihr müsst das Rennen wiederholen. Ich werde es dir jetzt kaufen. Komm. Großvater, weißt du, ich hab... Sieh mal. Behalt nur deine Spartes.
Mit der Uhr haben wir genug, auch wenn er 8000 kriegt. Aber Großvater, du musst deine Uhr nicht kaufen müssen. Und nun leben Sie wohl. Hier im Sattel, da. Na, und wie sieht's heute hiermit aus? Gleich. Hier. Was ist das, Jana? Das ist der Schatz von Tante Veronika. So eine Menge Aktien. Ja, und ich habe sie gefunden. Jana, du bist zu jung für so eine Menge Geld. Das gehört der Familie. Augenblick, der Wille der Verstorbenen muss respektiert werden. Jana hat den Schatz gefunden, also gehört er ihr. Na, und was soll ich damit? Das ist alles wertloses Papier. Das war mal eine Menge, allerdings vor dem Krieg, jetzt nicht mehr. Goldfräulein. Na, wo ist das Gold, mit dem Fräulein bezahlen wollte? Hm? Mhm. Gleich. Bitte. Dukatengold. Das Pferd gehört euch. Hey. Jetzt gehörst du mir. Mir für immer. Hast du gehört, für immer. Komm, gehen wir nach Hause. Du weißt doch noch, was du versprochen hast. Wir warten. Wohin so eilig? Jetzt nimmt mich Julian zu den Wölfen auf. Ich hab doch gut getroffen, oder stimmt's vielleicht nicht? Verschwinde endlich, du Würstchen, und halt bloß deinen Schnabel sonst. Los. Wertlos? So weit glaube ich das nicht. Ich werde sie prüfen lassen. Erledigt. Ich habe sie dran erinnert. Da kommt sie, Leute. Die Wölfe sollen hochleben. Diese Schwindler. Wieso sagt sie das? Keine Ahnung. Was regst du dich auf? Man muss mit Anstand verlieren können. Und vergiss ja den Friedhof nicht. Hier, dieser schön motivierte Hund für Sie. Halt, hier ist dein Mantel. Ich brauche keinen, es ist warm. Du wirst dich erkälten. Ich ziehe ihn nicht an. Warum denn nicht? Weil Sie mir Sachen nachrufen. Was rufen Sie denn? Lumpen, Jana und so. Wer ruft das? Na, die. Wer sind die? Ah, ich weiß wer. Es ist bestimmt dieser Julia. Ach, Mama. Das ist aber noch lange kein Grund, einen neuen Mantel zu kaufen. Ich muss jetzt gehen. Grüß dich, Sidi. Grüß dich, Dieter. Hast du Kaspar schon eingeweiht? Ja, wir sind gleich. Bitte. Wir kriegen zwei, vier mit.
Zweimal Sauerkraut mit Eiswein zum Tisch 1 und 2 Bier. Ich komme gleich wieder. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adele, bedien du für mich weiter. Ich muss dringend weg, gut? Eine Diagonale teilt ein Quadrat in zwei Rechtwinkel. Sie kommen von Ihnen. Jana, was machen wir? Wie war das jetzt mit dem Ross? Hallo. Lass das. Ich mag nicht, wenn man mich anfasst. Vergiss bloß nicht. Heute Mitternacht auf dem Friedhof. Tue ich nicht, aber ich werde nicht da sein. Heißt das, du kneifst? Nein, aber du hast durch Schwindel gewonnen. Das Rennen ist unwürdig. Jemand hat Alaska einen Schreck angejagt. Schreck angejagt, in ein Kaninchenloch getreten. Und sowas nennt sich Pferd. Kann ich mal einem Kaninchen noch ausweichen? Großvater hat alles gesehen. Was? Der? Der ist doch noch blinder als dein Gaul. Sonst noch was? Es geht um deine Ehre. Wenn du nicht willst, dass man dich auslacht, dann komm. Vergiss nicht, wir warten vor dem Eingangstor. Einen Augenblick. Suchen Sie etwas für Ihre Tochter? Ja, ein Wintermann. Davon haben wir gerade eine größere Auswahl. Das sehe ich. Ich komme ein andermal wieder vorbei. Küss die Hand, gnädige Frau. Vielen Dank. Überrascht es dich, mich hier zu sehen? Mag sein. Nun, das sollte es wohl auch, wo ich dich doch im Erlenhain erwarte. Na also. Und warum bist du nicht dort? Gnädige Frau, nicht dort bist. Für Ihre Tochter genau das Richtige, verschmutzt nicht. Sagen Sie, haben Sie hier sonst keine Kunden? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Gehen wir. Herr Jakob Brunski, ich gehe, wenn mir der Sinn danach steht. Und wonach steht der Sinn dir jetzt? Julian ärgert meine Janne. Das gab's schon einmal, dass ein gewisser Junge ein gewisses Mädchen an den Zöpfen gezogen hat. Du solltest trotzdem dafür sorgen, dass er's lässt.